also beschäftigt mich mit dieser Produktion und sagt, ich habe meine Freundin und so nicht etwas mit dir herzulassen, aber ich tue mal mit der Hochschule. So, setzt euch wieder hin, es geht weiter. Kurzer Werbeblock für weitere Veranstaltungen, weil sich diesmal so gut anbietet. Ein Teil der Nerd Night Veranstalter ist auch Creative Night Veranstalter, wobei nicht alle, also es gibt eine Schnittmenge. Und Creative Night ist eine Veranstaltungsreihe, die es jetzt auch schon irgendwie 2 Jahre fast gibt. Und wir stellen immer Leute vor aus den verschiedenen Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Insofern ganz guter Übergang, weil auch die IT-Industrie kreativ reich ist, wie Carole schon gesagt hat. Man kann in der IT kreativ sein, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und wir stellen immer 6 Leute vor aus den Münchner Kultur-Kreativbereichen aus verschiedenen Firmen. Und etwas Eigenwerbung ist dabei, weil ich mit Rüssel Stegmann auch zusammen unsere Firma vorstelle, die jetzt gar nichts mit Informatik zu tun hat. Könnt ihr euch überraschen lassen, ansonsten haben wir Leute da von Zeitjung, von einer neuen Getränkefirma Ayuko, von der Video- und Musikproduktion und von Halle 6, wo wir dann auch sein werden, nämlich auf dem schweren Reitergelände wird das Ganze stattfinden, also creativenight.de. Könnt ihr euch erkundigen und genau, wir freuen uns immer über auch Ideen und neue Orte. Wir wandern durch München und haben immer 6 Vorträge, 8 Minuten. Ja, zweites Thema, das ich schon gesagt habe, nächste Nerd Night Special im Rahmen von 42. Und was 42 ist, wird euch jetzt unter anderem Ulrich Fabian erzählen, der letztes Mal bei der Nerd Night mit dabei war, der ihn auch gesehen hat. Wenn mir was auf den Sack geht, dann ist es das ewige Product Placement. Alle bewerben ihre blöden Produkte, stellen sie irgendwie aus, tun so, als ob das irgendwie ein Informationsding wäre und so weiter. Ich kann das sagen, man kann doch einfach so seine Sachen stehen, ohne andauernd Namen und Zahlen und Logos und Labels aufzulisten. Ich sage einfach nur, Zündfunk-Netzkongress, das größte, was es gibt, am 28. November. Am 28. November, Münchner Volkstheater, der Zündfunk-Netzkongress mit einem Filmpanel von Roderich Fabian. Geil, ja, geil. Antwort auf alle Fragen, würde ich sagen, 42. Wird geil. Also 42, Netzkongress, 28. November. Es gibt ein riesen Aufgebot an Themen und Leuten, die dort vortragen werden. Im Moment stehen 16 Sessions fest, das Ganze geht um 12 Uhr mittags los, geht bis um 8:30 Uhr abends, dann fängt nämlich die Nerd Night an, die im Rahmen von dem Ganzen stattfindet. Wir können mal reinschauen, wer zum Beispiel da auftritt. Da sind mit dabei Rina Tangens, Marina Weißbrand, da sind Anke Domscheit-Berg, aber da sind auch viele Leute, die vielleicht man nicht so kennt. Johannes Gensfurtner finde ich einen ganz klasse Vortragenden, Sex und Technology, super Experte in dem Bereich, kann ich nur empfehlen. Der organisiert die jährliche Ars Electronica-Konferenz in San Francisco über Sex und Technologie. Und es gibt viele andere Themen auch. Und wie gesagt, abends Nerd Night, also wenn ihr Ticket kauft, es gibt Tickets für 15 Euro im Vorverkauf, dann ist die Nerd Night mit dabei. Und wir werden auch für die Nerd Night wirklich ganz spannende Referenten haben. Können wir noch nicht sagen, weil es noch nicht komplett feststeht. Aber ich glaube, da ist vieles dabei für alle Leute, die selbst im Netzbereich unterwegs sind oder sich dafür interessieren. Und ja, wie gesagt, ganzer Tag und Abend. Im Volkstheater wird es sein, hier an der Brennerstraße. Und von daher haben wir auch einen ganz großen Raum. Da passen viele, sieht man dort Leute, glaube ich, rein. Und ich glaube, das könnte eine ganz große Veranstaltung werden. So viel zur Werbung. Jetzt schalte ich um. Wir kommen zu unserem dritten Vortrag. Müssen wir hier den Schalter finden und übergebe das Wort an Robert und freue mich auf den Vortrag. Hallo, guten Abend. Ich stehe hier, um euch was über ein langweiliges Thema zu erzählen, das jeder kennt. Ich möchte was über Kalender erzählen. Und hoffentlich habe ich was dabei für jeden, dass der noch was Neues lernt. Denn eigentlich kennt ja jeder Kalender. Was gibt es da schon groß Nerdiges drüber zu erzählen? Also erstmal nochmal, warum
brauchen wir überhaupt einen Kalender? Und das ist natürlich historisch gesehen sehr wichtig, nicht nur um zu wissen, wann man zur Nahheit geht, sondern wenn man in prähistorischen Zeiten irgendwie zum Beispiel ein Jäger ist oder ein Bauer, dann möchte man natürlich wissen, wie weit ist es denn so im Jahr? Wann muss ich denn säen? Wann kann ich ernten? Deswegen muss ich wissen, wann ich im Jahr bin, aber vielleicht ist irgendwie das Zählen bis 365 über meinen intellektuellen Fähigkeiten. Deswegen muss ich einfachere Orientierungen haben. Und da ist es zum Beispiel sehr praktisch, den Mond zu beobachten, weil da sehe ich, kann ich täglich einen Fortschritt sehen und dann kann ich einfach zählen, wie häufig ist der Vollmond gewesen und wenn das irgendwie 12-mal rum ist, ist ungefähr auch die Sache mit dem Jahr, also das erste ist natürlich das Jahr und das zweite ist der Monat, auf den sich das bezieht, also Monat ist für mich, wenn ich hier heute rede, immer eine Sache, die im Prinzip mehr oder weniger direkt an den Mond gekoppelt ist. Mond ist etwas direkt Beobachtbares und das hilft mir, wenn ich gewisse Regeln habe, diese Mondperioden in Verhältnis zu setzen, das Ganze auch das Jahr zu verstehen. Und ganz abstrakt gesagt ist ein Kalender etwas, was Tage, also die Erdrotation, Monate, also die Mondphasen und Jahre ineinander in Beziehung setzt. So, das klingt alles ganz einfach. Wo ist das Problem? Alle eure Banken rechnen mit Jahren, die 360 Tage haben und 12 Monate an 30 Tagen, weil das so schön einfach ist, aber so ist das leider nicht. Zum Beispiel ein Monat, und wenn man exakt ist, dann sagt man, dass es ein synodischer Monat ist, das ist nämlich die Dauer, die es da braucht von Vollmond bis wieder Vollmond ist zum Beispiel, dauert im Schnitt 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten, 20,9 Sekunden oder einfach als Dezimalzahl 29,530589 Tage. Ist leider keine sehr einfache Zahl. Ebenso verhält es sich mit dem Jahr. Jeder kennt 365 Tage, weiß vielleicht nicht mal einen Schalter, deswegen schauen wir noch ein bisschen was drauf. Aber die wahre Dauer ist 365 Tage, 2,462,1905, 2 Tage, das ist das mittlere Jahr. Und das ist natürlich, diese gebrochenen Zahlen muss man halt ineinander in Beziehung setzen. Deswegen sind die Kalender so kompliziert, deswegen ist es nicht einfach 360, sondern muss eine Regel haben mit Schaltjahren oder solchen ähnlichen Dingen, um diesen gebrochenen Anteilen nachzuhelfen. Ist das Zufall oder warum ist das so kompliziert? Warum kann es nicht 360 sein? Und da gibt es, jetzt bin ich in meinem Home-Turf, ich bin Physiker, da gibt es eine physikalische Antwort drauf, warum ist das Problem so kompliziert? Da hilft ein Blick ins Sonnensystem, hier ist das Sonnensystem. Und jeder, der das Sonnensystem kennt und vielleicht mal ein bisschen was drüber gehört hat, weiß, dass die Planeten und alles, was da so rumfliegt, sich auf Ellipsen um die Sonne bewegt und genauso der Mond sich auf einer Ellipse, also um die Erde bewegt. Hier sehen wir die Erde, ja, das ist der Mond, hier sieht man die Planeten, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und so weiter und so weiter. Hier fliegt noch so Zeug rum, das sind die Asteroiden, auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Hier ist ein bisschen Loch zwischen Mars und Jupiter, da fliegen viele Steine rum. Die haben es nicht geschafft, einen Planeten zu bilden. Wir kommen gleich auf die. Und, aber die Sache mit den Ellipsenbahnen, die stimmt nur in einem Planetensystem, wo es nur einen Stern und einen Planeten gibt. Das ignoriert nämlich den Umstand, dass auch die Planeten eine gravitative Anziehung aufeinander haben. Und da aber im Sonnensystem mehr als ein Planet unterwegs ist, stimmt das nicht wirklich mit den Ellipsenbahnen. Sondern die Ellipsenbahnen sind nur eine Näherung und dann stören die anderen Planeten das. Und es ist so, dass wenn man drei Körper, also zwei Planeten zum Beispiel und die Sonne oder Sonne, Mond und Erde hat, das ist im Allgemeinen instabil. Also auf lange Sicht ist auch das Sonnensystem instabil, da fliegen die Planeten raus, die bleiben nicht alle da, weil sie sich gegenseitig stören. Und was aber passiert, wenn es einfache periodische Störungen gibt, sieht man hier sieht man eine Brücke, wo der Sturm drüber fegt und durch die Aerodynamik führt das hier zu periodischen Schwingungen. Hier, das ist jetzt im Loop gezeigt, aber kurz danach bricht die Brücke auch. Also, kann man sich vorstellen, ist Beton. Und das Problem ist, wenn Sachen einfache, rationale Verhältnisse haben, zum Beispiel wenn ein Planet zum Beispiel genau dreimal so lange brauchen würde wie ein anderer, dann würde die Störung ihn immer wieder an der gleichen Stelle in seiner Bahn treffen. Und das heißt, jedes Mal würden sich die Störungen addieren und vergrößern und verstärken, dann gibt es so eine Resonanz und dann würde der
würde die Bahn besonders instabil werden. Solche Bahnen gibt es nicht mehr im Sonnensystem. Und jetzt komme ich nochmal zu den Asteroiden. Und das ist das mit dem Chaos, das auch in meinem Vortragstitel drin ist. Hier ist aufgetan, das sind nämlich viele tausend, was für Umlaufzeiten die haben. Hier ist die Umlaufzeit eingetragen und hier ist die Zahl der Asteroiden, die diese Umlaufzeit haben. Und da sieht man, das ist halt im Wesentlichen so ein Balk, aber da gibt es Einschnitte drin. Es gibt Umlaufzeiten, die sind extrem unpopulär. Zum Beispiel diese hier. Ja? Aber das ist die Umlaufzeit, die steht gerade im 3:1 Verhältnis zur Umlaufzeit des Jupiter. Hier ist es genau eingetreten. Der Jupiter, die würden hier, was hier drin wäre, würde genau dreimal so schnell rumlaufen wie der Jupiter, würde immer wieder vom Jupiter gleichmäßig rausgekickt und ist tatsächlich in der Geschichte des Sonnensystems schon rausgekickt worden. Das gibt es nicht mehr. Das gleiche hier, 3:2 Bahnverhältnis oder, ich kann es nicht ganz lesen, 7:3 steht da, glaube ich. Und insbesondere sieht man hier, ist 2:1 und das Schluss. Ja? Also hier ist einfach abgeräumt worden. Alles, was hier unten ist, ist weg. Ja? Deswegen sind diese Bahnverhältnisse nicht einfach 2:1 oder 360:12 oder so. 360:12 wäre ja 1:30. Und deswegen ist es kompliziert, deswegen braucht man komplizierte Kalender. Und da haben verschiedene Kulturen verschiedene Lösungen zu dem Problem gefunden. Wir alle benutzen den gregorianischen Kalender, das sage ich mal ganz schnell. Das kennt jeder, es gibt irgendwie 12 Monate. Wir haben aber keinen Bezug zum Mond mehr. Wir erinnern uns, die Dauer eines Mondmonats ist ungefähr 29,5 Tage. Unsere Monate haben nicht 29,5 Tage, sondern typischerweise 30 oder 31 in der komischen Reihenfolge. Es gibt Schaltjahre in Jahren, die durch 4 teilbar sind, aber nicht, wenn die Jahre durch 100 teilbar sind, aber dann doch wieder, wenn die Jahre durch 400 teilbar sind. Deswegen ist das Jahr 2000 ein Schaltjahr gewesen, auch wenn es durch 100 teilbar ist. Das erreicht, also mit dieser Schaltjahresregel, kommt man auf eine mittlere Jahreslänge von 365,97/400. Also 97 sind die 3 Nicht-Schaltjahre in 400 Jahren. Das macht 365,2424 Tage und 12 Sekunden. Das ist 12 Sekunden zu lang im Vergleich zu den astronomischen Daten. Und das heißt, in 10.000 Jahren addiert sich der Fehler auf 3 Tage. Damit kann man leben. Will ich einfach nochmal so ein paar andere Kalender vorstellen. Andere Kulturen, oder häufig ist das eben an Religionen gekoppelt, haben das Problem anders gelöst. Besonders spannend finde ich den jüdischen Kalender, das ist der komplexeste Kalender, den ich kenne. Das Judentum ist ja eine sehr intellektuelle Religion, wo über viele Fragen sehr lange nachgedacht worden ist und dann eine richtige Antwort gefunden worden ist. Und außerdem gibt es sehr strenge Regeln. Und eine ganz wichtige Regel aus den 12 Geboten ist, du sollst den Feiertag heiligen, ja, den Sabbat. Da darf man dann bestimmte Dinge nicht tun. Man darf kein Feuer machen, man darf nicht arbeiten. Man darf nicht, und daraus leitet sich ab, man darf nicht Auto fahren, man darf keinen Lichtschalter bedienen, bla 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 bla. Und das hat auch Auswirkungen auf den Kalender. Und natürlich ist es wichtig, dass wenn man ein strenggläubiger Jude ist, dass man auch den richtigen Feiertag heiligt und sich da nicht vertut. Deswegen muss man das einmal ein für alle Mal richtig machen mit dem Kalender. Das geht wie folgt. Der jüdische Kalender ist ein sogenannter lunisolarer Kalender. Das heißt, die haben Monate, die echt was mit dem Mond zu tun haben. Und dann, wenn ich mich an den Mond kopple, dann kommt das halt mit dem Jahr nicht wirklich hin, aus den vorhin erwähnten Gründen. Und deswegen gibt es da eine Jahreskorrektur. Und das äußert, achso, und dann ist es noch so, dass bei den Juden der Tag mit dem Sonnenuntergang beginnt. Das ist wichtig, bei uns beginnt ja typischerweise der Tag um Mitternacht. In vielen anderen Regionen in der Welt beginnt der Tag bei Sonnenuntergang. Das heißt, der Sabbat, wo wir irgendwie denken, das ist der Samstag, der beginnt bei unserem Freitag zu Sonnenuntergang. Ja, so. Wie geht unser Kalender? Wir haben da das Jahr 12 oder 13 Monate, die haben also keine Schaltjahre, also Schaltjahr ist sowieso ein dummes Wort, es wäre eigentlich ein Schalttag, denn es wird ja ein einzelner Tag bei uns eingeführt. Die fügen dann mal gleich einen ganzen Monat ein, wir haben 12 oder 13, und zwar so, dass sie in 19 Jahren 7 Jahre mit einem Schaltmonat haben. Das ist gerade das richtige Verhältnis. Und die Monate haben abwechselnd 29 oder 30 Tage, das ist schon ganz gut. 29,5 im Mittel macht, 29,5, wir erinnern uns, ziemlich genau die Zeit, die der Mond wirklich braucht, macht 354 Tage, das ist viel zu kurz für ein Jahr, denn da müssen wir ja 365, ein Viertel ungefähr haben.
Und deswegen wird immer ein Schaltmonat eingefügt, wenn sonst das Pessachfest noch vor dem Frühlingsbeginn feiern würde. Also, dann gibt es noch einen 13. Monat, der davor geschaltet wird, der sozusagen den Monat, in dem Pessach ansteht, verzögert. So, jetzt gibt es aber eine weitere Komplikation, ich habe ja das mit dem Feiermachen erwähnt. Es gibt Feiertage, zum Beispiel den Yom Kippur-Tag, den Versöhnungstag, der darf nicht an einem Tag vor oder nach Sabbat sein, weil Vorbereitungen erforderlich sind. Um Yom Kippur zu feiern, muss man am Tag vorher Dinge machen, die nach diesen Regeln Arbeit wären, weswegen man sie nicht am Sabbat machen darf, was ein Problem stößen wird. Umgekehrt muss man auch den Sabbat vorbereiten, was auch nicht mit dem, was man an einem Kippur-Tag zu tun hat, kompatibel ist. Ebenso Rosh Hashanah Rabbah ist das Palmenfest, das darf auch nicht an einem Samstag sein, wo man irgendwie Kerzen anzünden muss, was eben aus Gründen, man darf kein Feuer machen, weil das Arbeit wäre, blablabla, nicht geht. Deswegen muss man seinen Kalender so darauf einrichten, dass diese Feiertage nie auf diese Tage fallen. Also nie, also der nicht auf einen, bei uns einen Samstag und die anderen nicht auf einen Donnerstag oder einen Samstag, einen Sonntag. Deswegen gibt es da die Regel, dass wenn der Neumond des Mondes Tischrei nach 18 Uhr anfängt, dann wird Neujahr um einen Tag verschoben. Und außerdem wird dann noch mal ein Tag weiter verzögert, wenn der Neumond dann auf einen Sonntag, Mittwoch oder Freitag fällt. Also diese Tage entsprechen genau diesen Tagen hier. Also dies ist der Tag, dies ist der Neujahrstag und diese Feste Yom Kippur und Rosh Hashanah Rabbah sind eine feste Zahl von Tagen nach Neujahr. Deswegen übersetzt sich das so. Außerdem gibt es noch zwei weitere Verschiebungsregeln, die aber selten ziehen. Deswegen habe ich sie hier gar nicht mehr aufgeführt, weil sie nicht auf die Folie passen. Interessant ist auch noch, Pessach hat im Prinzip was mit unserem Christentum zu tun. Also nach diesen Regeln ergibt sich dann, wann Pessach ist. Und ihr wisst sicher alle, wann Ostern ist, wenn es im Kalender steht. Nein, es ist Ostern, ist, wie wir alle wissen, der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Interessant ist, dass historisch Ostern natürlich was mit Pessach zu tun hat. Denn, also Ostern geht ja auf entsprechende biblische Ereignisse zurück. Und insbesondere sind diese biblischen Ereignisse so, dass die Apostel mit Jesus nach Jerusalem gezogen sind, um Pessach zu feiern. Das Abendmahl ist das Pessachmahl. Deswegen sollte eigentlich das christliche Osterfest genau an Pessach, an die Regel nach diesen Kalendern, wann Pessach kommt, gekoppelt sein. Und im Prinzip stimmt das auch, nur war das zu Zeiten des frühen Christentums im 3., 4. Jahrhundert extrem unpraktisch, wenn man den gleichen Feiertag oder einen sehr ähnlichen Feiertag hat wie eine alte Religion, von der man sich gerade absetzen will, politisch. Deswegen hat man die Rundungsregeln ein bisschen anders gemacht, was dazu führt, dass Ostern auch ungefähr in die gleiche Jahreszeit fällt, aber extrem selten auf den gleichen Tag wie Pessach. Das ist absichtlich gemacht, das konnten die ausrechnen. Und das ist, hat sozusagen politisch, unsere Osterregel hat damit politische Gründe. Also damals. So, jetzt muss ich noch erklären, wie das mit den 7 Schalten in 19 Jahren funktioniert, wie man das ausrechnet, in welchen Jahren das stattfindet. Das geht ganz einfach. Man macht auf Kästchenpapier 7 mal 19 und dann zieht man eine Diagonale, eine überall für die Diagonale, eine der senkrechten Linien schneidet, da macht man einen zusätzlichen 13. Monat. Das macht genau diese Frühlingsregel, also im 3., im 6., im 8., 11., 14., 17. und 19. Jahr, in dieser 19-Jahresperiode hat das Jahr 13 Monate. Das ist eine gleichmäßige Verteilung, die minimiert den Gründungsfehler. So, dann gibt es auch den islamischen Kalender, den kann man dagegen halten. Dieser ist nun ein reiner Mondkalender. Der islamische Kalender zählt nur Mondphasen. Dem ist das Jahr vollkommen egal. Ihr habt vielleicht das irgendwie mitgekriegt, dass das wie heißt der Fastenmonat? Ramadan. Ramadan wandert durch unser Jahr. Der ist jeden Tag ein bisschen anders. Jedes Jahr ein bisschen anders. Das liegt daran, dass die das halt alle 12 Mondphasen wiederholen. Und außerdem, die Kalender, die ich bisher beschrieben habe, sind alle berechnet. Ich habe Rechenregeln angegeben, nach denen man diese Kalender ausrechnen kann. Der islamische Kalender ist ein beobachteter Kalender. Das heißt, da muss der zuständige Imam gucken, ob bei Sonnenuntergang, denn auch dieser Kalender, da beginnt der Tag bei Sonnenuntergang, ob der neue Neumond zu sehen ist, der Monat. Und das ist auch so, das wird nicht ausgerechnet, sondern da guckt tatsächlich jemand und der sagt, da ist der Mond und jetzt fängt der neue Monat an. Deswegen weiß man auch nicht genau, wann Ramadan anfängt. Das wird tatsächlich beobachtet und dann ausgerufen.
potenziell, und das bedeutet, dass die Monate entweder 29 oder 30 Tage haben, aber keiner festen Regel folgt, sondern wenn das beobachtet wird. Natürlich kann man astronomisch ausrechnen, wann der Neumond wieder da ist. Ja? Das gilt aber als verpönt, weil dann würden wir ja Allah vorschreiben, wann er den neuen Mond erscheinen zu lassen hat, wenn wir das irgendwie festlegen würden, also durch irgendeine Formel, wann dieser Mond zu erscheinen hat. Das ist irgendwann nachhin noch gefällig selbst zu überlassen. Ja, und also deswegen der erste Tag ist der des neuen Mondes, und wann dieser Monat anfängt, ist tatsächlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Also Muslime in unterschiedlichen Ländern können den Ramadan an unterschiedlichen Tagen anfangen. Das macht immer plus minus einen Tag. Okay, so viel historische Kalender. Ich habe hier noch einen anderen Kalender, der heißt Symmetry 454. Das ist ein synthetischer Kalender. Da haben sich Leute mal hingesetzt, die sich so mit Kalenderrechnung auskennen, um das mal alles richtig zu machen. Also der ist schon irgendwie angelehnt an unseren gregorianischen Kalender. Also die Monate haben zum Beispiel die gleichen Namen. Das Jahr hat da 52 Wochen und teilt sich auf in 4 Quartale à 3 Monaten. Und die Monate haben mal abwechselnd 4, 5 und 4 Wochen. Also die Monate haben in anderen Worten entweder 28 oder 35 Tage. Das hat viele Vorteile. Also die Monate fangen alle montags an. Ja. Alle Wochentage kommen gleich häufig vor. Alle Quartale sind gleich lang. Das heißt, wenn man irgendwie den Umsatzvergleich zwischen dem ersten und dem dritten Quartal macht, muss man nicht darauf aufpassen, dass das eine Quartal vielleicht irgendwie ein paar Werktage mehr hat, wo man sowieso mehr Umsatz macht. Deswegen sind sie besser vergleichbar. Außerdem brauchen wir nur ein einziges Mal so einen Kalender zu drucken. Der ist für alle Jahre gleich, weil sich das eben immer wiederholt. Das Einzige, was sich nicht wiederholt, ist, dass auch die kommen natürlich nicht genau irgendwie mit ihren 52 Wochen aus. Die müssen auch eine Schaltregel haben, und hier ist die Schaltregel, dass in bestimmten Jahren der Dezember nicht nach dieser Regel 4, sondern tatsächlich 5 von diesen Wochen hat. Also es gibt eine zusätzliche Woche, eine ganze Woche im Dezember, und zwar, habe ich das hingeschrieben? Ach hier oben, in 52 von 293 Jahren. Und zwar geht das nach dem gleichen Schema wie im jüdischen Kalender. Also man muss jetzt auf Kästchenpapier 52 mal 293 mal die Diagonale einmal, wo es durchgeht. Hat das Jahr dann, hat der Dezember 35 Tage. Und also im Vergleich zu anderen synthetischen Kalendern ist es zum Beispiel so, dass bei hier immer Wochen gemacht werden. Er hat die Woche immer 7 Tage, ist das sehr religionsfreundlich. Also wenn man irgendwie den 7. Tag heiligen muss, dann ist das hiermit kompatibel. Anders als andere Kalender, die zum Beispiel sagen, wir machen 52 Wochen und dann sind am Ende 5 Tage übrig. Und dann machen wir einfach 5 Tage, die zu keiner Woche und keinem Monat gehören. Das bringt halt Leute aus dem Tritt, die alle 7 Tage an. Und außerdem wollen die Leute auch wollen. Außerdem hat dieser Kalender, so wie der eingerichtet ist, mit dieser Regel automatisch den richtigen Frühlingsanfang. Also dieser Frühlingsanfang von hier, der 1. April, ist tatsächlich immer der Frühlingsanfang, auch astronomisch gesehen, für die nächsten 4000 Jahre jedenfalls. Außerdem ist aus diesem Grund auch Ostern immer fest am 7. April, weil der 7. April ist halt der erste Sonntag im Frühling. Das hat außerdem Vorteil, der 7. April ist mein Geburtstag, ich hätte immer Ostern. So, ein anderer Kalender, ich weiß nicht, also nicht das Nerdtum kennt natürlich eigentlich auch nur den diskordischen Kalender. Der stammt halt aus der Principia Discordia. Da gibt es 5, also weil da 5 die magische Zahl ist, 2 und 3 und 23 und so ist bekannt, nicht wahr? Gibt es halt 5 Jahreszeiten mit, oder Seasons heißen die da mit 73 Tagen, die Jahreszeiten heißen Chaos, Discord, Confusion, Bureaucracy, haben die auch danach. Und alle 4 Jahre gibt es einen Schalttag, der heißt St. Tips, und der wird eingefügt zwischen Chaos 59 und Chaos 60. Das ist zufällig der Tag, der bei uns der 29. Februar ist. Und das heißt, dass dieser ganze Kalender ist sowieso so gemacht, dass er auf das gregorianische Jahr draufpasst. Das andere ist die Zählungsanzahl. Also 2013 ist bei denen zum Beispiel das Jahr 3179 hier auf A Lady of Discord. Außerdem hat die Woche, weil 5 die magische Zahl ist, haben die 5 Tage Wochen. Die Wochentage heißen Sweet Morn, Bottom Time, Pungent Day, Prickle Prickle und Setting Orange. Heiligen Ding. Außerdem, jeder, der ein Linux auf seinem
Computer installiert hat, kann mal D-Date eintippen. Das ist bei allen gängigen Linux-Distributionen implementiert. Automatisch draufstellen. Das rechnet den Tag, den aktuellen Tag nach diesem Kalender. Das ist gut. Take-Home-Message, unterschiedliche Kulturen haben das Problem der irrationalen Periodenverhältnisse hier periodisch nicht gut, ja? Alle verstanden, ja? Nicht gut. Unterschiedlich gelöst, und zwar entweder so oder so oder so. Gibt's Fragen? Könnte auch noch sagen, ich habe auch noch einen Party-Trick vorbereitet.